Gleich mal mit den wichtigeren Sachen an. Beim Backlever geht es eher darum, dass man locker ist, besser gedehnt, als wie bei Frontlevern, wo man eher mehr die Körperkraft wirklich braucht. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch mehr Frauen Backlever machen sehen, weil das für sie dann leichter ist, wenn Männer eher sich auf Planches und Frontlever konzentrieren. Und deswegen, falls ihr euch auf Backlever wirklich vorbereiten wollt, solltet ihr auf jeden Fall sehr viel Dehnen in euer Programm reinbringen. Zum Beispiel diese nützliche Vorübung, wo ihr einfach nur das Terraband nehmt und es über eure Schultern bewegt, weil Schulterflexibilität wird eines der wichtigeren Sachen hier sein. Ich mache es gerade im Sitzen, damit ich in den Frame passe, aber ihr könnt es natürlich im Stehen auch machen. Wupp. Diese Übung ist dann mein erstes Go-To. Ihr könnt auch mit einem lockereren Terraband anfangen. Ihr könnt ein Handtuch nehmen, ihr könnt eine lange Stange nehmen. Mit der langen Stange wird es am schwierigsten sein. Handtuch geht noch und Terraband natürlich. Es hat am meisten Nachgebung. Das ist am einfachsten. Diese Übung habe ich mir von Schwimmern und auch von Geräteturnern abgeschaut. Überhaupt bei Geräteturnern könnt ihr für Calisthenics und solche Sachen viel lernen. Und die dehnen ja auch alle ziemlich intensiv. Also dehnen ist mal das erste. Eine zweite Übung für Backlever dehnen wäre das hier. Wenn dann so oder so. Ihr könnt das Aufwärmen oder Lockerungsübungen nennen. Alles, was ihr Oberkörper, Beine dehnt, muss nicht direkt davor sein als Aufwärmen. Die Terraband-Sachen nehme ich als Aufwärmübung, weil sie ja ein bisschen dynamisch sind. Alles, was statisch ist, dehnen in die Richtung, mache ich an einer anderen Uhrzeit am Tag. Das wäre mal das erste. Alles andere, was ich noch extra dazu mache, sind zum Beispiel Dehnübungen wie Brücken. Alles, was mit den Beinen natürlich zu tun hat. Ja, und ganz normale Schulter-, Brust-, Unterarm-, Dehnübungen. Wie diese Sachen zum Beispiel. Also sehr viel Dehnen ist mal das Erste. Das Zweite ist, ja, Sachen, die man im Hängen macht. Kommt gleich. Wenn ich es für mich selber trainiere, fange ich ja mit den intensiveren Sachen an oder das, was am schwierigsten für mich ist, und arbeite mich dann in die Richtung leichtere Sachen, was ich schon besser kann, runter. Weil so alles Körpergewicht, Calisthenics Sachen, ein bisschen Maximalkraft ist, ein bisschen Maximalkraft, extrem Maximalkraft für den Körper, extrem anstrengend. Und wenn ich dann die gleiche Übung, überhaupt den ausgestreckten Backlever, nochmal machen will, brauche ich eine längere Pause dazwischen, weil es ja als Maximalkraft zählt. Deswegen fange ich mit dem Schwierigsten an, was ich kann, und arbeite mich dann in ein bisschen leichter runter. Oder wenn das Schwierigste gut gegangen ist, nochmal das Schwierigste. Und so ist dann immer ein leichter Progress dabei, wer mit dem Schwierigsten anfängt und euch dann wieder durch die leichteren Sachen durcharbeitet, die ihr eh schon könnt. Aber ihr müsst jetzt zuerst mal testen, was für euch überhaupt das Schwierigste ist. Deswegen werde ich euch ein paar Vorübungen zeigen, die leichter sind als der normale Backlever. Das wäre auf einer Seite das normale Hängen in dieser Position, wo ihr es am Anfang wahrscheinlich ziemlich stark im Core spürt, mit dem Sixpack, wenn ihr die Übung nie macht. Und dann genau das Umgekehrte mit rückwärts hängen, was ihr ja wahrscheinlich bei den Schultern spüren werdet, wenn ihr die Flexibilität noch nicht habt, um das aufzubauen.
Dann habt ihr die einbeinigen Sachen. Ihr könnt euch wieder entscheiden, ob ihr das Bein zuerst fallen lassen wollt und dann hochziehen oder oben hinausstrecken und dann leicht runter balancieren. Ihr könnt beides probieren, ihr solltet beides probieren. Es wird beides schwierig sein. Dann werdet ihr wahrscheinlich eher nach oben justieren und versuchen euch immer leicht ein bisschen runter zu hängen lassen. Wenn dann abfallen, dass man auf den Füßen landet, auf Füßen landen ist ganz gut, finde ich gut, oder wieder zurückdrehen probieren. Ihr könnt auch eine Vorübung machen, wo ihr euch einfach nur die ganze Zeit dreht und wieder zurückdreht. Zeige ich euch auch schnell. Es ist nicht ganz egal, ob ihr so, so oder so haltet. Es sollte natürlich immer ein bisschen mehr schulterbreit sein. Am besten experimentiert ihr euch da selber ein bisschen herum und schaut, was für euch passt. Und immer schön jeden Griff durchmachen am besten, damit ihr euch alles angewöhnt. Denn zwischendurch sind Stangen auch ein bisschen dicker und dünner und das macht doch ein bisschen Unterschied. Ein bisschen geborstert wie meine Home. Pull-up Bar, Dingsbums, Klimmzugstange, so heißt das Zeug. Und was ich auch noch viel mache, überhaupt bei meiner Abendroutine, mit einer Faszienrolle, eine Black Roll, mich durchmassieren, überhaupt den Rücken, Beine zwischendurch, falls ich verspatzt bin, Muskelkater habe und einen kleinen Massageball oder einen Tennisball könnt ihr auch beim Rücken oben ein bisschen durchmassieren, das hilft auch ein bisschen. Zum Lockern. Wie schon gesagt, so lockerer ihr seid, umso besser wird die Übung für euch gehen. Wenn ihr das Ding macht, wo ihr euch dann so herumstreckt und die Oberschenkel sofort verspannen, da merkt ihr dann gleich mal den Unterschied. Erstens, ihr nicht an die Bewegung gewöhnt seid und zweitens, dass ihr nicht locker genug für diese Übung seid noch. Viel dehnen. Ich werde wahrscheinlich auch noch viel dehnen, wie wir Videos machen werden in der Zukunft, da das bei mir jetzt ein tägliches Workout schon fast ist. Täglich dehnen habe ich mir vorgenommen und antrainiert für die letzten Jahre. Das hat mir am meisten geholfen für Backlever, Frontlever und Lunge. Bin ich noch nicht so gut am Niveau, das sind doch vielleicht schwere Übungen. Wie schnell ihr an diesen Backlever noch drankommt, kann lang dauern. In einem Magazin habe ich mal bei diesen Sachen gelesen. Ein Jahr kommt darauf an, wie gut ihr in körperlicher Verfassung seid. Für Backlever hilft natürlich dünnsehnig, ja, gut gedehnt, ich habe schon oft genug gesagt. Das Dehnen hat mich am weitesten gebracht bei Backlever. Und der erste Lockdown hat mir ziemlich viel Fortschritt genommen bei diesen Körpergewichtssachen. Also bei mir sind es vier Jahre. Diese Dehnübung vor allem, ihr seht es, wenn ihr hängt, das schaut so aus, als würdet ihr da hängen, diese wird euch viel weiterbringen. Allein, weil es schon eigentlich die ganze Bewegung ist. Oh.